So, ein bisschen Computerquatsch. Ich habe gerade mal hier Far Cry 1 was aufgezeichnet, bei YouTube hochgeladen. Ging wunderbar. Meine Maus ist hier ganz gut eingestellt, aber für diese Games viel zu fein, ne? Das sind alles alte Games. Ich habe hier auch eine extra Grafikkarte mit reingesteckt, damit ich hier, naja, wie soll ich sagen, eine Grafikkarte reingesteckt, die der Computer eigentlich gar nicht nötig hat, weil der hat eine interne Vega 11 Grafik, aber ich habe hier eine Grafikkarte liegen gehabt, eine 4 GB RX 550, die habe ich da reingesteckt, weil ich diese Software hier, dieses AMD Adrenalin dazu installieren kann, was ich bei der Vega 11 auch kann, nur das greift mir dann zu doll ins BIOS ein, ne? Und macht mir auch 4 GB Arbeitsspeicher frei. Und wie man sieht, kann ich hier auch mit aufnehmen und Desktop aufzeichnen und hier Einstellungen machen, was die Grafikkarte beim Spielen alles machen soll. Das habe ich hier alles auf 60 FPS fixiert, weil ich auch mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehme. Maximal, minimal FPS. Und so ruckelt das Bild dann nicht, wenn ich da was mit aufzeichne und so. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Und ja, da schauen wir mal. Far Cry 1 funktioniert wunderbar. Far Cry 3, Far Cry 2 war nicht so gut. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht wiedergefunden. Ich habe irgendwie so Festplatten gehabt, aber hier ein Game drauf und da ein Game, alles Jahre alt. Und Far Cry 3 hier ist, das ist auch älter. Aber das ist, und nicht nur für mich, bis jetzt mit eins der besten Games überhaupt, was überhaupt hier rausgekommen ist. Auch auf so einer Inselwelt mit Piraten und hast noch nicht gesehen und super gemacht. Auch die Story ist da super gemacht. Und das ist ja auch uralt. Mit auch uralten Speicherpunkten, da habe ich auch jahrelang nicht gespielt. Ne? Da habe ich mal ein bisschen mit rum experimentiert, das aufzuzeichnen. Natürlich bin ich nicht online. Ne? So, dann habe ich hier eine Story. Kann ich ein Spiel laden, kann ich mir aussuchen. Erste Speicherung, Kapitel 7. Zwei Speicherpunkte sind hier noch übrig. Hier habe ich ein Autosave, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Naja, mache ich das einfach mal an, gucke ich mal, wo ich da bin. Das starte ich jetzt nicht neu. Ich mache das jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, wo ich da auftauche oder was da dann passiert. Da bin ich wohl schon ziemlich weit. Oh, die Maus ist wieder viel zu fein eingestellt für dieses alte Spiel. Diese Kisten kann man aufmachen, da findet man Sachen drin. Hier kann ich mich wieder neu aufmumpeln. Irgendwie Sachen verkaufen aus meinem Rucksack. Schnellverkauf. Munition. Was brauche ich da? 160, um alles aufzufüllen. Naja, so viel habe ich da gerade. Und zurück. Und zurück. Und das hat er jetzt auch sogar gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier bin. Die Maus ist wieder viel zu fein eingestellt für so ein altes Spiel, ne?
Da kann man nicht gut mit zielen, wenn die so empfindlich eingestellt ist. Ne? Die musste ich ein bisschen softer einstellen. Ich hier für eine ganze Runde brauche ich hier 2 Zentimeter. Ne? Das ist zu fein eingestellt. Da kann man dann auch nicht gut mit zielen und so. Aber es ist jetzt mal egal. Ich probiere das mal. Was habe ich denn hier für Waffen? Oh, das ist aber gut. Das sieht aber gut aus. Das ist eine Station, die habe ich schon erobert. Ja, sieht so aus. Ja, hat er jetzt was geruckelt? Aber das ist schon ein super Game, ne? Also bis heute. Da sagen viele, also Far Cry 3 ist so klasse, ne? Auch mit so vielen Details, ne? Die Grafik super. Hier kann ich auch einen Reifen zerschießen. Geht. Kann ich auch laufen? Ja. Ich muss ja auch die Tasten auch erst wiederfinden, was ich eingestellt habe. Wenn das jetzt zum Anfang mal geruckelt hat, dann hört das auch auf, weil die Grafikkarte muss sich erst auf das Spiel einstellen. Die Einstellungen dafür werden in so einem Shader Cache abgelegt. Das dauert eine Weile. Aber wenn das dann damit fertig ist, dann merkt sich das Spiel das und dann bleibt das so. Ja, das läuft ja gut. Wenn das nachher auch noch so gut mit der Aufzeichnung aussieht. Ein Hund. Die wollen was von mir. Habe ich nicht gut getroffen. Ja, wegen der Maus, ne? Den kann ich jetzt das Fell abziehen. Geh und sprich mit Herc. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Das Einfachste ist, ich gucke hier mal auf der Karte, wie weit ich in dem Spiel überhaupt bin. Das sind Freunde. Piraten sind irgendwie immer rot angezogen oder so. Das sind meine Companeros hier. Hier hat einer angehalten und ja, ist auch ein Freund. Kein Feind. Das Spiel hier ist so super gut gemacht, ne? So richtig Abenteuer auf 2 großen Inseln, glaube ich. Das macht richtig Spaß, das durchzuspielen, ne? Das habe ich auch damals mal durchgespielt. Das war richtig toll. Ich gehe jetzt mal auf die Map, auf die Karte, wo ich überhaupt bin, zentrieren. Aha. Ich bin jetzt auf der zweiten Insel. Da sind noch 1, 2, 3, 4 Piratenhochburgen. Den Rest habe ich alles schon gemacht. Also ich bin hier schon fast am Ende vom Spiel, ne? Die erste große Insel, wo alles beginnt, da habe ich schon alles durch. Da habe ich schon alles durch. Also es ist ein richtig tolles Abenteuer, dieses Game, ne? Ich muss die nicht alle erobern, um zum Spielende zu kommen. Die Handlung geht darum, ich bin hier mit Freunden auf der Insel, die wurden zum Teil gefangen, muss ich befreien und in Sicherheit bringen. Ich weiß gar nicht wo. Alte Minen. Hier ist, glaube ich, die Station, wo ich aufgelesen wurde. Also dieses Far Cry 3 ist das.
ist das Game schlechthin. Ne? Dann kann man hier so auch noch Missionen erfüllen und machen. Sind auch ganz tolle Bauwerke und so dabei. Hier ist, glaube ich, das Dorf, wo ich angefangen habe. Wo mich da einer aufgenommen hat und zusammengeflickt hat und dann ging das los. Da kann ich auch eine Schnellreise zu hin machen. Ich reise da mal hin. Jawohl. Hier ist diese Siedlung. Diese friedliche Siedlung. Hi. Toll gemacht, ne? Das ist super. Also das werde ich mal ganz neu anfangen zu spielen. Von vorne durch das Jahre her. Das hat so eine Laune gemacht. Ne? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss das nicht so spielen wie das erste Mal. Das muss man nicht machen. Man kann da ganz anders, auf ganz anderen Wegen und mit anderen Missionen, das eben Open World, da zum Ziel kommen, zum Ende, wo man dann so ein, wo die Freunde in so einer Höhle so ein altes Schiff reparieren und damit dann von der Insel weg können. Man kann sich dann auch aussuchen irgendwie, ob man da bleibt. Ach du Scheiße. Die haben Angst vor diesen Wildhunden. Da kann man sich dann aussuchen, ob man mitfahren will oder ob man auf der Insel bleibt und das dann eigentlich bis ewig weiterspielen, aber dann kommt ein Abspann, ist das Spiel vorbei, ne? Man trifft hier auch so eine Inselchefin, ne, in so einer ganz alten, urischen, ja, wie soll ich sagen, Ruine von den Ureingeborenen. Und die ist so die Chefin von der guten Seite und ihr Bruder ist der Chef von der bösen Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Den haben sie einen unwahrscheinlich guten Charakter gegeben. Ne? Mit dem hat man hier Probleme. Der taucht andauernd auf. Der macht ganz große Schwierigkeiten. Und gegen den seid ihr Leute und diese Piraten muss man auch kämpfen. Und gegen noch so einem Chef von der anderen Insel. Bis man die alle erledigt hat. Ne? Das geht eine Weile hin. Also, und das macht auch richtig Laune. Und wie gesagt, man muss hier nicht irgendwie eine Reihenfolge einhalten oder so. Da hängt auch schon meine blaue Fahne. Die Station habe ich auch schon erobert. Hier waren überall mal Piraten drin. Also diese erste Insel ist gereinigt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Typen da schon umgelegt habe. Ja, hier sind jetzt keine Feinde mehr. Ich werde das mal abbrechen und dann irgendwann vielleicht mal aufzeichnen, wenn ich das neu starte. Aber das ist ein tolles Game hier, dieses Far Cry 3. Far Cry 1 sollte man zuerst spielen, wenn man überhaupt reinkommt in diese Games, ne? Und dann sollte man Far Cry 3 spielen. Far Cry 2 kann man auslassen. Die sind so gut gemacht, auch schon mit der Grafik, dass da können sich heute noch viele Games eine Scheibe von abschneiden. Die sind nicht unbedingt besser, die sind eher schlechter, weil so oft von diesem Spiel hier kopiert und Sachen reingepackt da, die sind einfach zu viel, zu fett. Das kann man hier alles noch begreifen mit den Sachen einsammeln und was, dass man da Kräuter sammeln muss, die leuchten hier auch auf, da kann man sich dann wieder Gesundheitstrunk von machen, um sich da zu heilen, wenn man da verletzt wird und so. Oh, hier ist ein Boot, das kann ich auch benutzen. Kann man alles benutzen hier. Da kann ich jetzt mal losfahren.
Es gibt auch Boote, die haben MG an Bord, ne? Ist auch eine blaue Fahne. Die Station habe ich auch schon erobert. Auf jeder Station habe ich dann Zugang zu einem zu einem Waffenschrank und so, ne? Hier kann ich Zwischenmissionen machen. Hier wird einer gesucht, den kann ich jagen. Da kriege ich dann irgendwie welche Bonuspunkte und so. Da ist Wild, das kann ich auch erschießen, das kann ich verwerten, für irgendwelche Taschen machen, dass ich mehr Munition mitnehmen kann und solche Sachen. Ne? Auf jeder Station, die ich erobert habe, habe ich dann auch meine Bude. Mit Waffenschrank, wo ich dann Munition und so wieder mir nehmen kann. Hier kann ich zum Beispiel sowas sammeln. Aber nur bis mein Rucksack voll ist. Dann kann ich in so eine Station, kann den leer machen, kann das irgendwie verwerten oder... Ah, ist schon toll, ne? Guck mal, diese Lichtstimmung, ne? Herrlich, ne? Da fahren welche Patrouille. Das sind aber auch schon meine Leute. Also die mir gut gesinnten, wollen wir das mal so sagen. Ja, das Game ist so geil, ne? Das ist, ich weiß nicht, was sie manchmal heute produzieren. Ich habe so viel ausprobiert. Nimmt kein Ende, ohne Ende, ohne Ende. So kompliziert gemacht, dass... Oh, da ist ein Tiger. Eine Tigerhaut ist immer wertvoll. Der legt mich aber auch ganz schnell um, ne? Wenn der das erstmal auf mich abgesehen hat. Jetzt habe ich ihn aber erledigt. Naja, ich habe ja auch schon ein mächtiges Gewehr, ne? Nee, das ist kein Tiger. Das ist irgendwie so ein Berglöwe oder sowas. Was Besonderes. Ein Leopard. Man musste zwei oder drei Leopardenfelle und von dem Fell oder so, dass man eine größere Munitionstasche bekommt. Noch einer. Also wenn man da nicht... Man muss langsam anfangen, sich da aufzubauen, ne? Du brauchst eine richtig gute Waffe, da kannst du nicht, du kannst nicht gleich losziehen und das Spiel gewinnen. Das geht nicht. Du musst eine richtige Waffe haben, dazu musst du dir da erstmal auch andere Tiere erledigen, die dich da auch nicht gleich umbringen können und so, sonst wird das nichts, ne? Also das ist schon irgendwie... Da braucht man schon... Ein Plan, ne? Du kannst nicht gleich los und alles machen und gewinnen, da bist du ganz schnell tot. Das so einfach ist dann auch nicht, ne? Das macht schon irgendwie einen Sinn dann auch, ne? Ah, das ist toll gemacht. Ich höre mal auf, ich guck mal, ob das gut aufgezeichnet ist. Und dann, ich habe das ewig nicht gespielt. Da macht das richtig Laune, das da nach ein paar Jahren irgendwie nochmal zu spielen. Oh, da ist was rot aufgeleuchtet. Hier ist irgendein Hai im Wasser oder irgendwas, was mich auch töten kann. Das gibt's auch, ne? Da. Da war was rot. Da ist was Gefährliches im Wasser. Wenn ich da jetzt durchschwimmen würde, würde ich angegriffen werden. Kommen auch manchmal hoch. Man muss auch zwei Haie oder so umbringen, um da irgendwas herzustellen. Denn mit so ganz wenig Munition oder
mit viel zu leichten Waffen oder einfach so, ich gehe jetzt los und mache jetzt mal da so eine Munition gefunden und mache jetzt mal so eine Piratenhochburg alle, ne? Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das ist schon ein bisschen schwerer. Da muss man sich durchkämpfen. Und ja, das ist toll gemacht. Also ist immer noch das super geben, ne? Man sieht auch, die Grafik ist ganz klasse. Da nimmt sich heute nicht viel. Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Da weil sie diese gigantischen Grafikkarten und Prozessoren hier brauchst und hast noch nicht gesehen und dann läuft das nicht und dann Raytracing und was das nicht alles gibt da. Und es sieht am Ende nicht viel besser aus, ne? Klar haben sie die Grafik von den Gesichtern und so heute da. Dann schon irgendwie besser gemacht, aber ob das Spiel dadurch besser ist, das ist dann noch lange nicht gesagt, ne? Davon wird das noch lange kein Far Cry 3. Gut, ich breche das mal ab und guck mal, ob das gut aufgezeichnet hat und dann schauen wir mal. Ja, das fange ich bestimmt noch mal, wenn ich richtig Lust und Zeit habe, noch mal neu an und dann zeichne ich das vielleicht alles auch mal auf. Gut. Beenden wir das mal. Gehen wir da mal raus. So.